seid laut. Alle kriegen mit, worum es euch geht. Atemlos, tariflos, habe ich gerade gehört. Ja. Das trifft gut. Tariflos, atemlos. Marco, Tosi, wunderbar, dass ihr alle da seid. Dass ihr von der Charité den weiten Weg hierher ins jüdische Krankenhaus Berlin gemacht habt. Im Namen der aktiven Verdi-Kolleginnen und Verdi-Kollegen hier im jüdischen Krankenhaus begrüße ich euch sehr herzlich zu dieser aktiven Mittagspause, zu eurem Streik. Wir verfolgen das und wir bewundern, was ihr macht. Worum geht es euch? Erzählt doch mal, Josie. Shalom, hallo. Uns geht es darum, dass wir gleichgestellt werden. Wir kämpfen hier für die Gleichstellung, für die Aufwertung unseres Berufes, damit wir mehr Gehalt bekommen und den Dank einfach auch spüren von der Geschäftsleitung. Ich bin, oh Gott, das geht schon los, ja? Ja, also wir sind geteilt worden, wir sind outgesourced, wir arbeiten im Schwesterunternehmen und wir werden bis zu 800 Euro weniger bezahlt für die gleiche Arbeit, für die schwere Arbeit am Patienten. Da oben am Fenster stehen auch noch welche. Und ja! In der Charité 10 Jahre, das muss endlich einen Schluss haben. Outsourcing heißt Dumpinglohn, Dumpinglohn heißt Abwertung unseres Berufes. Physiotherapeut, Logopäden, Ergotherapeut, Masseur, Bademeister, alle. Kolleginnen, die haben schlechtere Bedingungen, verdienen deutlich weniger und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben noch die alten Bedingungen und ihr steht zusammen Seite an Seite, habe ich das richtig verstanden? Wir stehen, uns unterstützen die gestellten Kollegen von ganzem Herzen mit und dafür danke ich auch nochmal. Ja? Das ist was Besonderes. Ihr kämpft nicht nur für eure eigenen Bedingungen, sondern eben auch für die Bedingungen der zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das ist was Tolles, was hier passiert. Und wir sind hier gemeinsam mit einem ganz ähnlichen Ziel. Ich darf euch vorstellen, das ist die Ellen Hasenflug. Die Ellen ist hier Verdi-Aktive im Krankenhaus und will euch kurz was zur Situation hier im jüdischen Krankenhaus erzählen. Hallo, liebe Kollegen. Als erstes ganz herzlichen Dank, dass ihr hier seid zu unserer Aktion. Es ist richtig, was ihr macht, dass ihr euch gegen die Situation wehrt. Die gleiche Arbeit für 800 Euro weniger kann ja wohl nicht sein. Das kann nicht sein und auch von uns. Wir unterstützen euch auch für die Aktion und hoffen, dass es ist. Auch wir haben hier, wie alle in Berlin und Deutschland, nicht die besten Arbeitsbedingungen. Und auch wir haben einen Haustarifvertrag, der ist nicht voll TVÖD. Und auch wir kämpfen lange dafür, dass wir den TVÖD bekommen. Weil auch wir arbeiten und verlieren immer mehr Kollegen, die in andere Unternehmen gehen und Klinikhopping machen, weil sie dort besser verdienen oder aber in Leasingfirmen oder aber zurückkommen oder bei euch kommen. Und irgendwie ist die Situation nicht schön. Die Situation ist natürlich wie in allen Häusern, das Personal reicht oft hinten und vorne nicht. Wenn jemand fehlt, wird er ersetzt, wird durch Schüler ersetzt oder. Und es reicht nicht und die Klinikleitung will uns immer weismachen, dass das überall so ist und dass man da nichts ändern kann. Wir reden laut über diese Bedingungen. Leider ist es so gewesen, dass ich dieses Jahr mit einer Kündigung konfrontiert war, die eigentlich jetzt vom Tisch ist. Ich bin wieder hier, ich bin weiterhin Verdi aktiv und Betriebsrat weiter. Und die Situation in allen Pflegeberufen, ob das nun die Physios sind, ob das die Reinigungskräfte, wir müssen aufstehen und sagen, wir möchten nicht mehr so behandelt werden. Ordentliche Arbeitsbedingungen, ordentlicher Lohn und zwar für alle. Ja, ohne uns bewegt sich nichts! Ohne uns bewegt sich nichts! Ohne uns bewegt sich nichts! Ohne uns bewegt sich nichts!
Ohne uns bewegt sich nichts! Ohne euch bewegt sich nichts. Ich finde das echt eine besondere Sache, die hier passiert. Die Beschäftigten in den Berliner Krankenhäusern stehen auf. Die stehen auf für bessere Bedingungen, für gleiche Bedingungen für alle, die da arbeiten. Eben nicht ein Ende mit den... Wie bitte? Die essen super. Zukommenden Kolleginnen und Kollegen. Ihr steht auf als Krankenhausbeschäftigte, kämpft für gleiche Bedingungen für alle, in allen Bereichen im Krankenhaus. Das Krankenhaus ist keine Fabrik. Patienten sind kein einfaches Produkt, mit dem Profit erwirtschaftet kann. Dafür steht ihr heute, dafür stehen wir hier gemeinsam, die Kolleginnen und Kollegen im jüdischen Krankenhaus und die Kollegin an der Charité. Julia, du arbeitest hier im jüdischen Krankenhaus? Und ganz spontan hast du dich bereit erklärt, kurz was zu erzählen. Es gibt den Volksentscheid für gesunde Krankenhäuser. Ein Bündnis von Patientinnen und Patienten, von Krankenhausbeschäftigten aus vielen Krankenhäusern in Berlin, die gemeinsam für was kämpfen. Julia, worum geht es euch? Hallo, hört ihr mich? Sehr schön. Also, das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus hat dieses Jahr einen Gesetzentwurf rausgebracht, den wir schleunigst an die Politik mit über 40.000 Stimmen weitergeleitet haben, dass endlich eine ordentliche Personalbemessung je nach Patientenzahl erreicht werden soll und nicht mehr für 15 Patienten eine Pflegekraft aufkommt, sondern eine ordentliche... Es soll auch endlich ein offiziell anerkanntes und legitimes Bemessungsinstrument eingeführt werden, womit sich die Krankenhäuser auch nicht mehr rausnehmen können, sondern dann auch Sanktionen erwarten, wenn sie dieses nicht umsetzen. Yay! Wir kämpfen alle hier für bessere Bedingungen in den Berliner Krankenhäusern, für gleiche Bedingungen für alle, die dort arbeiten, aber euer Kampf, der bedeutet eben auch, dass die Patientinnen und Patienten, dass die ins Krankenhaus kommen und Hilfe brauchen, dass die besser versorgt werden. Das geht hier um bessere Krankenhausbedingungen für alle Berlinerinnen und Berliner. Und das ist toll, dass ihr hier seid. Super, es gibt jetzt gleich was zu essen und die Ellen möchte euch noch was sagen. Heute tagt das Aufsichtsratsgremium, das Kuratorium des jüdischen Krankenhauses. Vermutlich verabschieden die heute den Wirtschaftsplan 2019. Der Wirtschaftsplan 2019 enthält die Kennzahlen, was fürs Personal vorgesehen ist. Und eigentlich ist das ein super Tag heute und die werden uns hören, weil sie sitzen im Verwaltungsgebäude, sie hören uns und sie hören, dass wir nicht mehr stillhalten. Es geht häufig auf solchen Sitzungen Kennzahlen, aber nicht um die Arbeitsbedingungen, nicht um uns Mitarbeiter und nicht um uns Patienten im Einzelnen, weil alles andere ist eigentlich schon immer gesagt und wir stehen auf und sagen, nicht mehr mit uns, ein Tarifvertrag für alle und bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür nochmal danke, dass ihr hier seid. Super! Vielen, vielen Dank, Josi. Vielen, vielen Dank, Marco. Vielen, vielen Dank, Ellen. Vielleicht nochmal, ihr habt einen Spruch. Wir sind hier, wir sind laut. Wir sind hier, wir sind laut. Ich würde gerne eine Gegeneinladung aussprechen, weil immer, wenn man ja irgendwo zu einem Treffen geht oder eingeladen wird, dann ist es ja guter Brauch, eine Gegeneinladung auszusprechen. Heute tagt euer Kuratorium, um den Finanzplan fürs nächste Jahr und für die nächsten Jahre zu machen. Das Kuratorium an der Charité heißt Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat der Charité tagt nächsten Montag. Und ratet mal, was die da machen?
Die machen nämlich die Finanzplanung für die nächsten Jahre. Und ratet mal, was wir da machen. Was ist denn hier los? Wir werden streiken und werden dort vor dem Gebäude protestieren. Und deshalb lade ich euch jetzt alle herzlich ein, nächsten Montag am Charité Campus Mitte, Charité Platz 1, um 13.45 Uhr, weil um 14 Uhr geht die Aufsichtsratssitzung los, mitzukommen, damit wir alle gemeinsam laut sind. Alles klar, und jetzt ohne Mampf kein Kampf, ihr kennt das vielleicht.